Und schön, dass du da bist bei Zeichne dich schlau. Wir zeichnen heute gemeinsam ein kleines Schweinchen. Du brauchst Papier und Stifte und dann kann es auch schon gleich losgehen. Der Kopf vom Schwein ist rund. Zwei kleine Augen hat es, Nase und Mund. Die Ohren müssen da noch dran, damit das Schweinchen hören kann. Ein großer, runder Bauch, ein Kringelschwänzchen hat es auch. Die Beine, eins, zwei, drei, und vier. Schon läuft das Schweinchen schnell zu dir. Es ist rosa und schaut sehr freundlich aus. Mein Schweinchen. Das nenne ich Klaus. Klaus ist unser kleines Glücksschweinchen. Weißt du eigentlich, dass das Schwein auch ein Glücksbringer sein kann? Vielleicht hast du schon mal ein Glücksschweinchen bekommen? An Silvester verschenkt man gerne Glücksbringer. Aber wie wurde das Schwein eigentlich zum Glücksbringer? Damals im Mittelalter bekam bei Wettkämpfen der Verlierer als Trostpreis ein Schwein geschenkt. Das war ein großes Glück für ihn. Denn mit dem Schwein konnte die ganze Familie ernährt werden. Wie ging es dir beim Zeichnen? War es schwer oder einfach? Wenn du magst, dann schicke mir deine Zeichnung. Ich bin sehr neugierig, wie dein Glücksschweinchen aussieht. Welchen Namen hast du deinem Schwein eigentlich gegeben? Ich wünsche dir einen schönen Tag. Mach's gut! Hat dir das Video gefallen? Dann gib mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal.